Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Voice Edition Randomizer Together Nuzlocke. Mit Schmerzen. Ja. Im letzten Part ist das erste Pokémon gestorben. Unser Bonbon wurde durch einen Crit von einem verflixten Schnurrgarst besiegt. Gegarst. Von dem Typen da unten links. Und jetzt haben wir leider nur noch Wacky Pudding und müssen jetzt gegen Bell antreten. Wir können jetzt nur noch beten, dass wir, dass jetzt nichts wirklich Hardcore-mäßiges kommt, weil sonst sind wir geliefert. Wir haben nicht nur Bell, wir haben noch den Charon, wir haben die Arena, wir haben Probleme. Ich würde sagen, wir kämpfen erstmal nach hinten durch und holen uns Vegimak. Wir haben Probleme. Oh, yes. Weißt du, wie gut jetzt Dings gewesen wäre? Ganz besonders gegen das Starmie. Ach, probieren wir es einfach. Natürlich, Volltreffer. Los, Wackelpudding! Ah! Go, Wackelpudding, go! Nein! Egal, Selbstheilung! Deflektor! Go, Wackelpudding! Go! Kann dir viel heilen, wie es will. Wenn wir beim fünften angekommen sind, ist es tot. Das ist jetzt Nummer 2? 3! 3. Und tschüss. Wackelpudding hat's gerichtet. Dann schnell ins Pokémon Center und dann holen wir uns Vegimak. Bam, bam. Denkt daran, Vegimak zählt für diese Episode nicht als Routen-Pokémon. Danke. Ja, es ist ein geschenktes Pokémon, also natürlich zählt es nicht. Mama. Uiuiui.
Wackelpudding. No. Yay, Level 13. Navitaub. Alter. Dieses Lama als WTF. Oh mein Gott. Was soll ich mir machen? Heilen bringt jetzt auch nichts. Komm schon, lösch es aus, Wackelpudding. Komm schon. Puh. Kraftreserve. Egal! Übernahme weg. Bin gespannt, was das dann für ein ist. In der Generation konnte man das doch sehen anhand der Farbe, oder? Ungefähr. Das wird ein Starter Only Run. Hoffentlich nicht. So, Typi. Oh, drei Pokémon. Krieg ich einen Bodycheck? Naja, was anderes kann es ja nicht. Mach mal Kraftreserve und dann kommt Feuer. Yay! Wow. Die war heftig. Das war wirklich heftig. Das war aber nicht sehr effektiv. Nein, es war normal. Das ist normal auf Stahl. Wasser ist normal auf Stahl. Ich glaube, Elektro war normal auf Stahl. Ja, aber dass es dann auch noch so Schaden macht. Also ich gehe davon aus, dass es eine physische Attacke ist. Vielleicht ist es auch Kraftreserve-Kampf, weil das wäre ja auch... Nee, das wird ja dann vom Psycho-Dings resistent. Mach mal hier bei Reptane, was das da mal macht. Wenn es Wasser ist und Elektro, dann dürfte es nicht sehr effektiv sein. Geht davon aus, dass es Kampf ist, weil bei Kampf ist ja Stahl dann sehr effektiv und Psycho nicht sehr effektiv macht dann normal. Wir haben eine gute Attacke gekriegt. Vorerst. Wieso? Die Kraftreserve Kampf würde ich sogar drauf behalten. Ist bei Unlicht Freds gut. Ja. Level 15. Wir machen Wackelpudding ran durch die Arena. Yay. Bestes Item. Mm. Wir kriegen einen Grillmark. Okay. Dann doch kein Pflanzen-Pokémon. Egal. Wie nennen wir es jetzt? Mal gucken, ob das hingeht.
Flammen. Was? Passt nicht ganz hin. Wollt Flammenkuchen nennen? Nee. Machen wir es anders auf. So geht's. Flammenkuchen. Ja, von mir aus. So, gucken wir uns Flammenkuchen mal an. Der Flammenkuchen. Ist es sanft und irgendwie eitel. Ja, das kommt doch gleich an die Spitze, weil Pudding ist sowieso schon overpowered. Ja. Uiuiuiui. Oh Mann. Das arme Bonbon. Hm. Es war noch so süß und klein und innen so mit sauriger Gelee. Hm. Außen süß und innen leicht säuerlich. Naja, können wir nichts machen. Wir haben jetzt Flammkuchen. Hoffentlich hält Flammkuchen länger. Was hatte der nochmal als Starter-Pokémon? Parasect. Das bedeutet, mit Flammkuchen sind wir dann schon mal auf der sicheren Seite. Sollte das erste Pokémon nicht ein Fred sein, der uns tötet? Hi. Bin für taktischen Rückzug. Alter, kommt der mit dem Flambirex um die Ecke. Erinnert mich an Marzipan. Oh, erinnert mich daran. Obwohl, wir könnten bei Flambirex jetzt mal testen. Es wirkt dann ja auch normal. Kampf auf Kampf ist normal. Egal, das Ding stirbt jetzt. Los geht's. Pui. Das schaffen wir. Los, Flammkuchen. Einer schon. Wow. Einfach mach mal hier so instant weggerotzt. Instant kill. Soll es den Pokémon dann mal in die Sinnebären geben und dann geben wir gleich mal Arena. Ich habe ja nur eine gekriegt. Sollten eigentlich mehr sein. Wenn, dann gibt's da halt Flammkuchen, weil er ist nur so klein ist. Denk aber daran, Flammkuchen hat Völlerei, das bedeutet, es benutzt die Bäre früher. Los geht's. Go, go, Pokémon Arena. Otaro, yep. Wir haben aber Wackelpudding genommen. So, Kleena, was schmeißt du uns entgegen? Hoffentlich keinen bösartigen Fred.
und schlägt. Kann am Anfang nur Donnerschock, Gott sei Dank. Yeah. Wie es grinnt, yeah, ich krieg vorher Feuer unter mir angemacht. Ja, es ist so die andere Sache. Flunschlicks hohe Verteidigungswerte. Wo kommt die Liebschelle her? Ich würde sagen, wechsel zu Magie. Dieser starre, kalter Blick hier. Das könnte ein bisschen dauern. Ja. Level 12 für Flammenkuchen. Pokémon Center! Ja? Pokémon Center! Erstmal dagegen laufen, typisches Pokémon-Dings, erstmal die Tür verfehlen. Wo ich dann auch jeder normale Mensch fragt, hier ist der oder diejenige total gaga hier irgendwie oben im Kopf. Wieso? Das passiert mir immer wieder. Erstmal Tür verfehlen. Autsch. Oh. Da kannst du ja mal testen, ob es Kampf ist. Möchte ich jetzt eigentlich ungern, weil ich habe Angst, dass Arbok jetzt Dings hat. Bis. Ja. Mal sehen. Ich gucke und ich gucke nicht. Ist Kampf. Ja. Schiebele. Da kommt das angesprochene Biss. Ja. Wie mir das überhaupt nichts ausmacht. Okay, Wackelpudding, du hast eine Auszeit verdient. Oder auch nicht. Kraftreserve! Und tschüss. One Shot. Pokémon Center!
So. Jetzt gegen Arena-Leiter. Yeah! Klatsch. Jo, Benny, dann wollen wir doch mal. Ey, nicht den Kuchen ablecken. Wir haben keine Hyperheiler oder sowas. Super. Noch schlimmer. Großartig. Yay, paralysiert. Ausgleichende Gerechtigkeit. Yay. Nein. Ja, hier ist so. Was für eine Kinderstube hast du genossen? Man deckt nicht am Kuchen rum. Yay! Und Level Up für Flammkuchen. Kratzkurier. Aquana. Das ist aber kein Pflanze-Pokémon, ne? Was ist ein Fred, der mir nicht gefällt? Natürlich. Oh, jetzt! Wackelpudding! Go! Töte es! Bitte? Schon Wackelpudding. You can do this. Erster Orden. Yay. Ay, ay, ay. Der Pudding rast davon. Oh Mann. Thank you.
Oi. So, Freunde, das war's jetzt aber auch erstmal von dieser Episode. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, Leute. Tschüss, boah, war das anstrengend.